NATO-Geheimalarmee in Europa empfehlen, wenn Sie Interesse haben zum Lesen, weil da geht einiges darauf ein, was da wirklich alles ist. Ja, Historiker, das sind die, die schlussendlich am Ende Fakten wirklich auf den Tisch stellen. Ja, nein, der Herr Ganser, von dem ist das nicht so ein Typ. Nein, das ist okay. Fantastisch. Dann tue ich das auf die Titel. Ich habe gemeint, das sei Historiker und Wissenschaft. Okay, an der Uni. Und nein, ist jemand, der sich verändert hat. Ja. Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview mit We Are Change Switzerland. Heute bei mir ist Herr Dr. Daniele Ganser. Er ist Historiker, Friedensforscher und Dozent an der Universität Basel. Jetzt ist es recht für Sie, wenn wir das Interview in Hochdeutsch machen, damit auch die deutschen Zuschauer verstehen. Okay, dann zu den Fragen. Was sagen Sie zu den Vorwürfen von Bundesrat Ueli Maurer, dass Sie sich bezüglich 9/11 verrannt hätten? Also bei 9/11 ist meine Position diese, dass es drei Geschichten gibt, die sich widersprechen und dass alle drei Geschichten das Recht haben, untersucht zu werden. Die erste Geschichte ist, dass es Osama bin Laden war, der 19 Terroristen den Auftrag gegeben hat, diese Anschläge auszuführen. Dass zudem die amerikanische Regierung, Bush und Vizepräsident Cheney, keine Möglichkeit hatten, diese Anschläge zu verhindern. Sie wussten zwar, dass etwas passiert, aber sie wussten nicht genau, wann und was. Und dass dann in etwa 3000 Menschen bei den Anschlägen starben. Das ist eigentlich die offizielle Geschichte. Das nenne ich die Surprise-Geschichte, Surprise vom englischen Überraschung, weil eben hier die amerikanische Regierung überrascht ist. Es ist übrigens auch eine Verschwörung, weil in diesem Fall haben sich einfach 19 Muslime verschworen. Die zweite Geschichte sagt, nein, die Surprise-Geschichte stimmt nicht. Die Anschläge wurden von Osama bin Laden organisiert und dann von den Muslimen, radikalen Muslimen ausgeführt. Aber der amerikanische Präsident Bush, der frühere, und sein Vize Cheney sind kriminell. Sie haben das kommen sehen und haben es bewusst zugelassen. Also in der Absicht danach einen Vorwand zu haben, um Afghanistan anzugreifen und den Irak anzugreifen und Erdöl und Erdgas zu sichern. Das wäre natürlich kriminelles Verhalten, sowohl von Bin Laden als auch von Bush und Cheney. Das nenne ich die LIHOP-Geschichte, Let It Happen on Purpose. Da gibt es natürlich einen Anschlusspunkt an die Debatte über den Pearl Harbor-Angriff während dem Zweiten Weltkrieg. Und die dritte Geschichte, die auch vertreten hat auf dem Internet, in den auch in Sachbüchern, die taucht immer wieder auf, die sagt, nein, Osama bin Laden war es nicht, er hat gar nichts mit den Anschlägen zu tun. Er hat zwar mit den USA kooperiert in den 80er Jahren gegen die Sowjetunion, aber er ist in diesem Fall nicht beteiligt. Die Videos, die ihn zeigen, sind gefälscht und der ganze Anschlag wurde vom Pentagon, vom CIA, von anderen amerikanischen Geheimdiensten selber inszeniert. Das wäre natürlich die radikalste und auch brutalste Geschichte, weil in diesem Fall eigentlich die amerikanische Regierung Teile davon kriminell geworden wäre und sich gegen die eigenen Bürger gewendet hätte, um wiederum Kriege zu legitimieren und die Überwachung der Bürger zu verstärken. Okay. Und Sie haben gesagt, die unwahrscheinlichste Theorie für Sie ist aber schon die offizielle, weil sie schon gar nicht wissenschaftlich ist. Ich habe einfach gesagt, dass man sich so blind auf die Surprise-Theorie stützt und sagt, es sei bewiesen, dass es Osama bin Laden war. Das halte ich für fahrlässig, weil was bewiesen ist, dass es den 11. September gab, das ist sicher bewiesen. Es ist zudem bewiesen, dass diese Twin Towers zusammengestürzt sind in New York, dass zudem ein drittes Gebäude zusammengestürzt ist, das WTC-7. Aber man hat in diesem Fall nicht Osama bin Laden vor Ort gesehen. Also das ist etwas, was man oft einfach vergisst, dass man ja nicht, ich sag's mal ein bisschen zugespitzt, Osama bin Laden hat nicht aus dem Flugzeugfenster gewunken, sondern wir haben einerseits visuelle Beweise, dass es einen Terroranschlag gab mit sehr viel Leid. Die Terroranschläge sind aufs Schärfste zu verurteilen aus der Sicht der Friedensforschung. Aber die Friedensforschung verurteilt eben auch, dass man Terroranschläge als Auslöser nimmt, um danach Kriege zu führen. Ja, da wird einfach Gewalt mit Gewalt verbunden und verknüpft, indem einfach die eine Gewalt die andere wiederum legitimiert. Und natürlich hatten wir viel mehr Tote in Afghanistan und in Irak seither. Die Beweisführung ist einzig und allein abhängig davon, ob man der Regierung Bush glaubt, weil es war Präsident Bush und dann auch sein Vizepräsident Cheney, die gesagt haben, das war Osama bin Laden, das müssen Sie glauben.
Die Beweise, die Videobeweise im Übrigen, wurden erst nach Beginn des Afghanistan-Krieges gefunden. Man muss sich das nochmal in Erinnerung rufen. 11. September 2001 war ein Dienstag. Dann vergingen keine 3 Wochen und schon hat der Afghanistan-Krieg begonnen, der heute noch andauert. Der Krieg ist jetzt im 9. Jahr. Und im Afghanistan-Krieg, ganz am Anfang, haben amerikanische Truppen Videos gefunden von Osama Bin Laden, die sozusagen die Begründung für den Krieg geben. Das ist immer einfach, ich sage von der Beweisführung, ist das bedenklich. Und da muss es mindestens erlaubt sein, dass man dann sagt, wir müssen das neu untersuchen, wir müssen als Historiker ja auch eigentlich am Schluss die verschiedenen Geschichten beurteilen, wie glaubwürdig sie sind. Ein entscheidender Punkt war, dass wir gewartet haben bis im Sommer 2004, bis dieser 9/11 Commission Report publiziert wurde. Dieses Dokument, das ein sehr langes Dokument ist, 600 Seiten, die wenigsten haben das gelesen. Ja? Ich habe das sehr genau studiert, mit meinen Studenten auch angeschaut. Es ist klar, es vertritt die offizielle Theorie, dass es eben die Araber, die Muslime waren und dass Osama bin Laden schuldig ist und dass die USA absolut überrascht wurden. Das ist also die Surprise-Theorie. Aber es gibt, das sind also dann die Attentäter, die auch im Buch dargelegt werden, Hani Hanschur, Mohammed Atta etc. Aber es gibt ein Problem mit diesem Buch. Es fehlt das dritte Gebäude, WTC-7. Es fehlt das ein Gebäude. Und das ist einfach nicht akzeptierbar. Es kann nicht ein Gebäude fehlen im offiziellen Untersuchungsbericht. Das sehen wir auch so. Wie beurteilen Sie die Arbeit von Professor Nils Harrit, der den Stab untersucht hat und Anatomie festgestellt hat? Ja, ich denke, das ist wieder ein weiterer Wissenschaftler, der eigentlich mutig eine Frage anpackt, die tabu ist. Aber es wird wenig darüber diskutiert, muss man sagen. Also man weiß, dass es in Dänemark diesen Professor gibt und dass der zusammen auch mit Stephen Jones in den USA herausgefunden hat, dass eben Sprengstoffspuren im Staub der Überreste der Anschläge zu finden sind. Ich denke, das müsste viel, viel breiter diskutiert werden und es müsste eine zweite Gruppe geben, die das prüft. Eine Gruppe, die eben nicht sozusagen Nils Harrit ist, sondern eine weitere Gruppe von Wissenschaftlern. Und wenn die zum selben Schluss kommt, wäre es meiner Meinung nach einfach erwiesen, dass Sprengstoff eingesetzt wurde. Weil es so eine weitreichende Frage ist, sage ich, wäre es sinnvoll, dass noch eine zweite Gruppe das untersucht. Ich bin einfach der Meinung, es ist nicht akzeptierbar, dass hier eine Forschungsblockade aufgebaut wird. Weil wir haben sehr viel Forschung über ganz viele Themen. Denken Sie an Krebs. Da forschen wir mit Millionen und Milliarden jedes Jahr. Wir forschen zur Sicherheit auf den Autobahnen. Wir forschen zur Entwicklung der Wälder in der Schweiz. Wir haben Abteilungen, die sich mit den Säugern im Meer beschäftigen, mit den Blauwalen. Natürlich messen wir das Eis in der Antarktis. Es wird intensiv geforscht, ja, wissen Sie, zu allem. Aber warum soll man nicht untersuchen, was am 11. September passiert ist? Das ist nicht hinnehmbar. Aus der Sicht der Wissenschaft ist das nicht hinnehmbar. Okay. Herr Bundesrat Maurer sagt auch, dass die japanische Regierung nicht so blöd wäre und der eigenen Bevölkerung sagen würde, dass 9/11 ein Inside-Job war. Was halten Sie von dieser Aussage? Ja, man muss natürlich wissen, die japanische Regierung ist in einer sehr speziellen Situation. Wenn diejenigen Leute recht haben, die sagen, dass der Krieg gegen den Terrorismus inszeniert wurde, ja, und es eigentlich um einen Kampf um Erdöl und Erdgas geht, dann muss man sich daran erinnern, dass Japan jetzt die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt ist. Also die größte Wirtschaftsnation in Bruttoinlandproduktzahlen gemessen in die USA. Die zweitgrößte, das hat jetzt ganz neu gewechselt, sind China. China ist die zweitgrößte Wirtschaftsnation und Japan ist die drittgrößte. Die Deutschen kommen erst auf Platz 4 und das bedeutet, Japan braucht als drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt viel Energie. Japan hat aber kein Erdöl und kein Erdgas. Die Insel, wie die Schweiz, wenn man so will, sitzt auf dem Trockenen. Jetzt gibt es aber viele Japaner, und ich denke nicht, dass die blöd sind, die wissen, dass diese Abhängigkeit von Ressourcenimporten in den nächsten 50 Jahren sich zuspitzen wird, weil auch andere Länder eben zu den Ressourcen drängen. Es ist eben kein Zufall, dass man durch Afghanistan eine Pipeline bauen will, diese TAPI-Pipeline von Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Indien.
es ist eben auch kein Zufall, dass der Irak die drittgrößten Reserven, Erdölreserven der Welt hat. Seit Iran hat die größten, Iran hat die zweitgrößten, der Irak hat die drittgrößten. Und das wird jetzt im japanischen Parlament diskutiert. Ich habe das auch gesehen auf dem Internet. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Fujito oder so. Der Minister, ja. Ich glaube, es war ein Parlamentarier. Ich glaube nicht, dass er ein Vertreter der Exekutive ist. Ich glaube, es ist ein Parlamentarier, also ein Vertreter im japanischen Parlament, der ihn darauf hingewiesen hat, dass dieses WTC-7 zusammengestürzt ist. Und hier kommt etwas Wichtiges rein. Wir leben in einer globalen Informationsgesellschaft. In den 60er, 70er, 80er Jahren hätte man in der Schweiz auf keinen Fall einen Film angeschaut über eine Debatte im japanischen Parlament. Das hätte es einfach nicht gegeben, weil der Film hätte ja auf VHS-Kassetten überspielt werden müssen. Sie erinnern sich, diese fetten alten Kassetten. Internet hatte niemand. Ich selber war 1997 das erste Mal auf dem Internet und es ging sehr, sehr lange, bis überhaupt die Bilder von einer Seite sich geladen haben. Also da hat sich etwas fundamental verändert in den letzten 10 Jahren. Wir schauen jetzt mit einem Mausklick sofort ein Video vom japanischen Parlament. Und das bedeutet, dass natürlich Forscher zum 11. September sich diesen Video angeschaut haben. Und es ist bewiesen, dass dieses WTC-7 zusammengestürzt ist. Und es ist bewiesen, dass kein Flugzeug reingeflogen ist. Also halte ich es durchaus nicht für blöd, dass die Japaner jetzt sozusagen darüber mehr wissen wollen und immerhin untereinander diskutieren. Wie stark das vom Parlament und von der Regierung zur Bevölkerung geht, das ist eine andere Frage. Aber die Eliten der Welt, die wissen natürlich, dass der 11. September ein entscheidendes Ereignis ist und dass man das genau studieren sollte. Okay. Gäbe es möglicherweise auch einen guten Grund für die Schweizer Regierung, der eigenen Bevölkerung nichts davon zu sagen, wenn 9/11 selbst gemacht gewesen wäre? Die Schweizer Regierung, auch die deutsche Regierung und die österreichische Regierung pflegen alle ein sehr enges Verhältnis über den Atlantik zu den USA und zu Kanada. Es geht um wirtschaftliche Beziehungen. Man hat kein Interesse, dieses Verhältnis zu erschüttern. Man kann es vielleicht vergleichen, obwohl hier ein anderer Umstand ist, zwischen dem Verhältnis der Schweiz zu China. Wenn die Chinesen die Schweiz besuchen, ist ja immer die Gefahr, dass die Tibeter protestieren, weil die Schweiz ja sehr viele Tibeter aufgenommen hat, als China Tibet besetzte in den späten 50er und 60er Jahren, kamen sehr viele Flüchtlinge rein. Die ersten Ausländer, wenn man so will, in der Schweiz waren Tibeter. Und man hat eine sehr große Solidarität in der Schweiz mit den Tibetern, weil man sagt, das ist ein Bergvolk, ja, und die wurden unterdrückt von einer Großmacht. Und das ist ja eigentlich in der Schweiz diese große Sympathie, die wir immer haben. Zudem sind die Tibeter sehr freundlich, sehr hilfsbereit, was auch immer in der Schweiz eigentlich sehr geschätzt wird. Und jetzt, wenn der chinesische Präsident in der Schweiz weilt, dann möchte man auf keinen Fall, dass zuvor der Dalai Lama hier ist und der Bundesrat sozusagen den Dalai Lama empfangen muss, obwohl die Regierung insgeheim die Arbeit des Dalai Lama schätzt und auch viele Parlamentarier in der Schweiz die Arbeit des Dalai Lama schätzen, aber man will die Chinesen nicht verärgern. Und sehen Sie, mit den Chinesen hat die Schweiz keine enge kulturelle Verbindung. Es ist nicht so, dass man es unglaublich schätzt, dass es in China nur eine Partei gibt, also eine Einparteidiktatur. Das widerstrebt den Schweizern. Wir schätzen ja eigentlich die Auswahl zwischen verschiedenen Parteien nach den Disput zwischen verschiedenen Parteien. Und jetzt können Sie sich mal vorstellen, wenn man schon China nicht verärgern will, dann will man auf keinen Fall die Amerikaner verärgern. Das will man nicht. Das ist in Deutschland noch viel stärker. In Deutschland ist es eigentlich ja eine Todsünde, den 11. September zu hinterfragen, weil das transatlantische Freundschaftssystem hinterfragt. Nicht, weil es Anlass gibt oder nicht Anlass gibt. Es geht gar nicht um die Fakten, sondern es geht um eine psychologische Verbindung. Und das kann für eine politische Behörde relevant sein. Ja. Aber für die Wissenschaft ist das nicht maßgebend. Ich beobachte als Wissenschaftler, dass man sich nicht mit Großmächten anlegen soll, dass man also die Chinesen und die Amerikaner nicht verärgern soll. Und dafür habe ich Verständnis. Aber als Wissenschaftler kann ich ja nicht sagen, ich untersuche nur, sage ich mal, die Probleme in Simbabwe, weil alle haben eine kritische Meinung zu Simbabwe. Und wenn ich ein Problem finde,
dann verärgert das niemanden. Ja? Und das Gleiche könnte man mit Nordkorea machen. Das ist nicht Wissenschaft, sondern ich untersuche die Fragen, die ich für relevant halte. Und der 11. September und der globale Kampf um Erde und Erdgas, das sind sehr, sehr relevante Fragen. Okay. Ja, das andere wäre auch ein bisschen einfacher. Einfach den einfachen Weg zu gehen und Zimbabwe ein bisschen zu untersuchen. Ja, das wäre einfach. Die nicht offiziellen Theorien zu 9/11 bezeichnet Bundesrat Maurer als Gespinste und vergleicht sie mit dem Kennedy-Mord. Damals seien auch viele Theorien von Möchtegern-Historikern und Möchtegern-Detektiven entwickelt worden. Das gäbe es halt immer bei solchen Ereignissen. Finden Sie den Vergleich tragbar? Also der Kennedy-Mord ist insofern interessant, weil viele Leute sich da erinnern, wo sie waren. Ich nicht, ich habe damals noch gar nicht gelebt, das war 1963, sie haben damals auch noch nicht gelebt, aber Herr Maurer hat damals gelebt, also kann er sich sicher erinnern, wo er war, an diesem Moment, als Kennedy erschossen wurde in Dallas. Interessant ist, dass die meisten Menschen sich auch erinnern, wo sie waren am 11. September. Also ich habe spezifisch danach gefragt, ich habe immer wieder Vorträge bei Banken und Versicherungen, auch bei Schulen oder Vereinen, und ich frage dann manchmal, wenn man so über Geostrategie spricht, ob sie sich erinnern können, wo sie am 11. September waren. Und etwa 80% der Leute können sich erinnern, ja, ich war gerade bei meiner Mutter oder ich war mit einem Freund in einer Besprechung oder wir hatten gerade, die Firmenleitung hat sich getroffen und wir haben alle den Fernsehen angeschaut. Und das ist das Entscheidende, was zwischen Kennedy und 9/11 verbindet. Es sind Großereignisse, an die man sich noch Jahre später erinnert, und zwar so präzise, dass man sogar weiß, wo man war. Die wenigsten Menschen wissen noch, wo sie waren, als der Georgienkrieg ausbrach, am 8. August 2008. Ja, sie wissen es nicht mehr, es ist halt irgendwie ein weiterer Krieg gewesen. Aber 9/11, das ist etwas anderes. Das sind also die Parallelen zu Kennedy. Sonst aber ist bei Kennedy wichtig zu sehen, dass bei Kennedy es durchaus sein könnte, dass es keine Verschwörung war. Da muss man den Begriff Verschwörung kurz erklären. Eine Verschwörung ist eine Absprache zwischen zwei oder mehr Menschen. Ja? Eine einzelne Person kann sich nicht mit sich selber verschwören. Und jetzt kommt es darauf an, wenn Kennedy sozusagen erschossen wurde von Lee Harvey Oswald alleine, die offizielle Geschichte, dann ist das keine Verschwörung. Dann ist Lee Harvey Oswald der Einzeltäter, Kennedy ist der Tote, das war's. Daneben gibt es aber immer auch die Geschichte, und auf die hat Herr Maurer angesprochen, dass es eine Verschwörung war, dass also mehrere Menschen Kennedy erschossen haben, das heißt zwei oder mehr, dass Kennedy im Kugelhagel gestorben ist, und da wird ja diskutiert, wie die Kugel sozusagen den Körper durchdrungen haben, etc. Das ist ein Forschungsgebiet für sich. Aber das Wichtige ist, dass man versteht, Kennedy vielleicht keine Verschwörung oder vielleicht eine Verschwörung, und wenn es eine Verschwörung war, besagt der Begriff noch nicht, wer die Verschwörer sind. Ob das dann die Kubaner, das CIA, die Russen oder die Mafia oder eine weitere Gruppe, das sagt der Begriff gar nicht. Und wenn wir jetzt zurück zum 11. September kommen und uns fragen, kann es sein, dass der 11. September keine Verschwörung ist, dann heißt es eigentlich, kann es sein, dass eine einzelne Person den ganzen 11. September ausgeführt hat. Und das sieht man sofort, das ist nicht möglich. Das wäre ja, man müsste mit einem Flugzeug in einen Turm fliegen, runtergehen, zweites Flugzeug, und es geht nicht. Ja, es geht nicht, das ist ganz wichtig. Und Verschwörungen hat es immer wieder gegeben in der Geschichte. 44 vor Christus wurde Cäsar ermordet, und zwar nicht von einer Person, sondern von einer ganzen Gruppe. Die Senatoren haben sich damals abgesprochen, untereinander, aber Cäsar haben sie es nicht gesagt. Das ist eben der Punkt bei der Verschwörung. Eine Gruppe spricht sich ab und führt dann ihren Plan aus. Übrigens auch die Endlösung der Judenfrage im Dritten Reich, ein sehr dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte, für die Friedensforschung sehr relevant. Da bestand der Plan, dass man die Juden umbringt. Und das war auch eine Verschwörung. Das hat die NS-Spitze nicht allen Leuten gesagt. Das war nicht in ganz Europa sozusagen in den Zeitungen, jetzt werden wir die Juden umbringen und wir werden sie nach Auschwitz bringen und dort vergasen. Überhaupt nicht. Man hat gesagt, das sind Arbeitslager und naja, man hat einfach das alles vertuscht. Aber es gab von der Spitze eine absolut klare Absprache, dass man es tut. Ja. Übrigens, wenn wir bei Verschwörungen sind, das wird immer wieder gesagt, gibt es doch nicht. Aber das ist einfach eine Unkenntnis der Historie, der Geschichte. 1986 zum Beispiel, also in der Regierungszeit von Ronald Reagan, ist die Iran-Contra-Affäre aufgeflogen. Das war eine Verschwörung, die meisten Leute überhaupt nicht mehr wissen, wie das überhaupt funktioniert hat. Aber das war damals so, dass die Amerikaner in Nicaragua einen Krieg führten, die Contras unterstützten gegen die Sandinisten. Die Contras waren in schwere Menschenrechtsverbrechen verwickelt, und der Kongress hat irgendwann gesagt, das darf die Regierung nicht mehr tun.
Und dann hat der amerikanische Kongress hat das gesagt. Und dann hat die amerikanische Regierung Waffen an den Iran verkauft, der gleichzeitig mit dem Irak im Krieg war, das war Khomeini gegen Saddam Hussein, und hat diese Waffen geheim am Kongress vorbeigeschleust und eigentlich das Geld also für die Finanzierung der Kontras gebracht. Das war eine absolute Verschwörung. Oliver North wurde dann fallen gelassen, Ronald Reagan hat das überlebt. Es gibt immer wieder Verschwörungen. Ja. Das war auch noch Giftgas, glaube ich. Ja, ja. Ja, ja. Spiel da, ja. Also es gibt einfach Verschwörungen in der Geschichte. Wer das nicht einsieht, der ist auf einem Argument. Mhm. Bezüglich 9/11, Sie nehmen sehr vorsichtig Stellung zu dem, was am 11. September 2000 passiert ist. Ja. Und Sie sagen in Ihren Vorträgen, dass die offizielle Theorie die unwahrscheinlichste oder zumindest nicht wissenschaftlich sei. Wir nähern uns nun dem 9. Jahrestag von 9/11. Haben Sie neue Forschungsergebnisse darüber, was an diesem denkwürdigen Tag genau geschehen ist? Also die wichtigsten Punkte meiner Meinung nach immer noch sind erstens, dass es nicht geklärt ist, warum WTC-7 zusammengestürzt ist. Also hier in Basel oder auch in der Schweiz fragt man sich ja, was ist das höchste Gebäude? Und das steht in Basel, ist 100 Meter hoch, das ist der Messeturm. Da bin ich also schon öfters davor gestanden, wenn man so da oben schaut, 100 Meter hoch. Für die Schweiz ist das ein hohes Gebäude. Wir haben keine Höhe. Und das WTC-7 ist 170 Meter hoch. Das wäre also das höchste Gebäude der Schweiz. Wenn man sich erinnert, dass dieses Gebäude aus Beton und Stahl ist und dass es um 20 nach 5 am 11. September zusammenstürzt, ohne dass ein Flugzeug hereingeflogen ist, dann muss man sagen, das muss die wissenschaftliche Neugier eines jeden Menschen wecken. Da muss man nicht Friedensforscher sein, sondern das ist eher, dass man dann sagt, ja hallo, ich habe das gar nie im Fernsehen gesehen. Und da sind die neuesten Forschungsresultate diese. Zuerst hat man es totgeschwiegen. Die New York Times hat damals gesagt, the biggest mystery of 9/11 is the collapse of WT7. We actually don't know what happened, schreibt die New York Times, diese vor Ort. Because it was not hit by an airplane, es wurde gar nicht durch ein Flugzeug getroffen. Dann kam 2004 der 9/11 Commission Report und hier fehlt's. Es ist nicht drin. Ja, sehen Sie, das geht nicht. Man kann nicht ein 600-Seiten-Buch schreiben und darin erklären, wir untersuchen alles. Hier sind die ehrenwerten Männer, die das untersucht haben. Der Bericht hat mehrere Millionen gekostet. Das ist wirklich, das ist ein Armutszeugnis. Es darf kein Gebäude fehlen. Das geht nicht. Und dann hat natürlich die Spekulation angefangen, nach 2004 hat die Spekulation angefangen, eine Gruppe hat gesagt, es wurde gesprengt. Ich habe mit ETH Baustatikern gesprochen, die haben mir gesagt, es wurde gesprengt. Herr Ganser, das wurde gesprengt. Da habe ich gesagt, das ist sehr heikel, eine Sprengung braucht ja Vorbereitungszeit. Haben sie gesagt, ja natürlich, eine Woche. Und habe ich gesagt, wir haben keine Sprengung am 11. September, das passt nicht zur Geschichte. Wenn es die Überraschungsgeschichte ist von Osama Bin Laden, dann haben wir keine Sprengung. Wenn wir aber eine Sprengung haben, dann ist es nicht die Überraschungsgeschichte. Diese schließen sich gegenseitig aus. Die amerikanische Regierung hat den 11. September untersuchen lassen. Und in der Schweiz, auch in der Neuen Zürcher Zeitung und anderen Tagesanzeigern, die ich gelesen habe, hat man fälschlicherweise gesagt, es habe eine parlamentarische Untersuchungskommission gegeben. Also das sei der Bericht einer parlamentarischen Untersuchungskommission. Auch hier, muss ich sagen, ist man nicht präzise genug. Eine parlamentarische Untersuchungskommission, eine PUC, wie wir es in der Schweiz kennen, besteht aus aktiven Mitgliedern aus dem Parlament und aus allen Parteien. Das ist eine wirklich solide Untersuchung, ja, weil da nimmt die Legislative sozusagen ihre Macht wahr. Die Legislative muss die Exekutive kontrollieren, seit Montesquieu. Ja, Montesquieu würde sich im Grabe drehen, wenn er hören würde, dass wir heute eigentlich mit dieser Gewaltenteilung ein bisschen unscharf umgehen. Aber nochmal zurück in der Politikgeschichte. Man hat gesagt, die Exekutive, die muss kontrolliert werden. Das ist die Aufgabe der Legislative. Der Schweiz hat es immer wieder parlamentarische Untersuchungen gegeben. PUG-EMD zum Beispiel im November 1990 hat die P26 untersucht. Jetzt, das ist keine PUG, weil das sind keine Parlamentarier. Es hat Parlamentarier dabei. Zum Teil sind es aber ehemalige Parlamentarier, sind gar nicht mehr im Parlament. Oder sie sind einfach im Parlament, aber sie wurden vom Bush ausgewählt. Das heißt, die Regierung hat dann zusätzlich noch ein paar weitere Leute ausgewählt, denen sie vertraut, und hat ihnen die Aufgabe gegeben, die Regierungstätigkeit zu untersuchen und der Hergang des 11. September. Das heißt, Thomas Keane, Lee Hamilton, Richard Benveniste, Bob Kerry,
Fred Fielding, John Lehman, Timothy Rimmer, James Gross, Slade Gordon, James Thomas, die sind nicht alle Parlamentarier. Darum ist es keine Puck. Und da kommt etwas ganz Heikles rein. Wenn natürlich die Regierung selber sagt, wir lassen das untersuchen, durch Leute, denen wir vertrauen, dann ist die Unabhängigkeit der Untersuchung nicht gewährt. Und beim WTC 7 war es so, nachdem klar wurde, dass hier einiges fehlt und dass dieser Bericht nicht gut genug ist, hat die Regierung Bush kurz bevor sie abgetreten ist, das war im Herbst, Winter 2008, hat sie eine weitere Untersuchung publizieren lassen durch das National Institute for Standards and Technology, NIST. Und dieses NIST hat gesagt, nun gut, wir haben WTC 7 untersucht, sozusagen am Schluss der Amtszeit Bush, und wir haben gefunden, das ist zusammengestürzt wegen Feuer. Zu diesem Zeitpunkt waren aber die Beton- und Stahlreste schon weg. Niemand hatte Zugang zu den Stahlträgern, weil jetzt ist natürlich die Frage, wurde WTC 7 gesprengt? Oder sind die geschmolzen wegen dem Feuer? Weil es da ein Feuer? Das hatte ein Feuer in diesem Gebäude, ein kleines Feuer. Ja, ein kleines Feuer. Aber das sind jetzt einfach diese zwei Gruppen. Man muss sagen, WTC 7 gab es, es ist zusammengestürzt, das ist alles Fakt. Aber sind es diese zwei Gruppen, Feuer oder Sprengung? Und da entscheidet sich für mich der 11. September. Und das NIST hat jetzt gesagt, nun gut, wir haben leider keine Beweise mehr, aber wir haben Computermodelle gemacht und die haben uns gesagt, es ist Feuer. Da bin ich nicht überzeugt. Ja. Ich denke, man muss es weiter untersuchen. Ich habe mit sehr hochrangigen Leuten gesprochen, immer wieder, die mir gesagt haben, das ist eindeutig Sprengung. Aber man muss schon wissen, wenn man sich auf die Sprengung festlegt, und ich sage, ich lege mich nicht fest, ich sage einfach, es gibt viele Indizien dafür, wenn man sich auf die Sprengung von WTC 7 festlegt, dann stimmt einiges nicht. Dann stimmt der 11. September nicht, so wie wir gehört haben. Dann stimmt die NATO-Aktivierung nicht, gemäß Bündnisfall, dass der Angriff von außen kam, stimmt dann auch nicht. Ja, und das ist der Auslöser zum Afghanistan-Krieg, stimmt nicht. Dann hat eigentlich die historische Geschichtsschreibung in den letzten 10 Jahren einiges aufzuarbeiten. Ja, auf alle Fälle, ja. Heute findet jeder, der ein wenig Zeit investiert und im Internet recherchiert, unzählige Informationen zu 9/11. Jeder kann feststellen, dass unglaublich viele Lügen erzählt wurden und die geopolitischen Auswirkungen enorm waren. Was ist Ihre ganz persönliche Meinung, wie der 9/11 abgelaufen ist? Also was sicher ist, dass es diese Flugzeuge gab, die in die Türme eingeschlagen sind und die Türme sind zusammengestürzt, da bin ich mir absolut sicher. Es gibt ja auch Leute, die sagen, auch das sei nicht wahr, da habe ich eine andere Meinung, ich bin sicher, diese Flugzeuge sind in die Türme geflogen. Ich bin auch sicher, dass es 3 Türme waren, die in New York zusammengestürzt sind. Das sind die gesicherten Fakten. Eigentlich ist der 11. September der Einsturz von 3 Hochhäusern, wovon 2 durch Flugzeuge getroffen wurden. Das ist der 11. September. Man kann dann sagen, ja, aber es gab ja noch den Angriff auf das Pentagon. Aber beim Pentagon muss man sagen, hier fehlt uns Bildmaterial, das beweisen würde, dass wirklich ein Flugzeug ins Pentagon geflogen ist. Was man sieht, das Bildmaterial, das heute veröffentlicht ist, ist, dass etwas reingeschlagen ist. Ja. Es gibt ein Loch im Pentagon, jetzt wird debattiert, ob das Loch eher von einer Rakete herrührt, ob das Pentagon sozusagen eine Rakete auf sich selber gerichtet hat, um zu sagen, wir wurden angegriffen, wir müssen Kriege führen. Ähnlich wie Hitler das im Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gemacht hat mit Gleiwitz, da hat er auch gesagt, wir wurden angegriffen, jetzt wird zurückgeschossen. Ich meine, naja, die Friedensforschung geht mit diesen Dingen immer sehr kritisch um, das ist klar. Jetzt, beim Pentagon wissen wir zu wenig. Es gibt kein Bildmaterial, die Aussagen sind widersprüchlich. Ist ein Flugzeug rein, ist da kein Flugzeug rein, ging eine Rakete ein. Im Weiteren haben wir das Flugzeug in Shanksville, von dem man auch nicht genau weiß. Also, sage ich mal, lassen wir Pentagon auf der Seite, lassen wir Shanksville auf der Seite. Bleiben wir in New York, gehen wir nochmal zu diesen 3 Türmen und dann sehen Sie, man kommt immer wieder zu diesem 3. Turm, zum WTC 7. Und Sie haben richtig gesagt, auf dem Internet gibt es 1000 verschiedene Fragen. Aber da muss ich schon sagen, das halte ich für eine Gefahr. Ich habe mit meinen Studenten den 11. September untersucht. Und das heißt, ich habe an der Universität Basel und an der Universität Zürich einen Kurs gemacht. Und die Studenten mussten das lesen. Und dann haben wir diskutiert, die mussten auch auf dem Internet verschiedene Seiten anschauen. Man muss zugeben, einige Seiten sind sehr schlecht, ja. Es gibt Seiten, da sind wichtige Informationen drauf. Da spiegelt sich eben das Internet, ja. Einiges ist qualitativ gut, einiges ist qualitativ sehr schlecht. Gut, das mussten die Studenten auch auseinanderhalten. Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich einen Generationenkonflikt gibt. Ja, weil die Eltern der Schüler, der Studenten auch, die konsumieren hier in der Schweiz die Abendnachrichten, die Tagesschau um 7:30
und sie lesen die NZZ. In den Abendnachrichten und auch in der NZZ wurde überhaupt nie darüber gesprochen, dass es ein drittes Gebäude gibt. Sondern immer gesagt, es ist bewiesen, dass es Osama Bin Laden war. Das bedeutet, die Eltern meiner Studenten waren alle überzeugt, es ist Osama Bin Laden gewesen. Fast alle. Das haben wir herausgefunden, weil ich habe immer gesagt, ne, führt auch Gespräche zu Hause. Es ist wichtig, dass man über diese Dinge spricht. Ja. Die Studenten selber waren geteilter Meinung. Einige waren der Meinung, das war Osama Bin Laden, das ist bewiesen. Andere waren der Meinung, das haben die Amerikaner selber inszeniert, das sei auch bewiesen. Und eine dritte Gruppe war der Meinung, die Amerikaner hatten das zugelassen, es war Osama Bin Laden. Also diese drei Geschichten. Und ich habe immer gesagt, wir müssen alle drei Geschichten diskutieren. Es ist auch wichtig, dass man fähig ist, die Position mal zu wechseln und zu sagen, ich habe zuerst diese Geschichte geglaubt, jetzt habe ich länger darüber nachgedacht, jetzt denke ich, es ist eher die ist eher richtig. Weil es hat keinen Sinn, dass man in der Wissenschaft mit einer vorgefassten Meinung kommt und sagt, ich habe meine Geschichte schon, ich will jetzt nur noch wissen, wer meiner Meinung ist. Alle anderen, die sollen weg. Ja, das geht ja nicht. Und in dem Sinne muss ich sagen, dass die Studenten oder auch die Menschen, die jetzt sich mit diesen Fragen beschäftigen, sie ja auch, die sind eigentlich die Internetgeneration. Weil sie haben eigentlich sehr viele YouTube-Filme gesehen, die haben sie per E-Mail bekommen, wo es hieß, hast du gesehen, da ist ein drittes Gebäude zusammengestürzt, WTC7, klick, klick, haben sie es angeschaut. Und das sollte man sich nicht, ich bin ja Historiker, ja, das sollte man nicht vergessen, dass das vor 20 Jahren einfach nicht möglich gewesen wäre. Und das hat sich sehr verändert. Das ist Medienkompetenz, es ist technologische Entwicklung, wie auch immer man das nennen will. Es hat fundamentale Auswirkungen. Es bedeutet nämlich, dass der Sohn bei mir im Seminar auf dem Internet WTC7 zusammenstürzen gesehen hat und darum glaubt, die amerikanische Regierung hat uns angelogen, hat alles inszeniert. Der Vater schaut Tagesschau und liest NZZ, dort hat es geheißen, es war Osama Bin Laden. Er ist überzeugt, dass seine Geschichte stimmt. Jetzt, das Interessante ist, beide verwenden verschiedene Informationssysteme und sind eigentlich überzeugt, beide, dass der andere keine Ahnung hat. Der Vater denkt, wie kann mein Sohn auf dem Internet so schlechte Internetseiten frequentieren und dann alles glauben, was im Internet steht. Da muss man ja wohl blöd sein, weil da steht ja, dass morgen die Marsmännchen landen und überhaupt ist das Internet voll mit Pornografie. Es ist nicht ernst zu nehmen. Ja. Und der Sohn denkt, ich kann meinen Vater nur die Tagesschau anschauen und die NZZ lesen. Wenn irgendwas wirklich Wichtiges passiert, steht es dort sicher nicht drin. Und das sind zwei verschiedene Diskussionskulturen. Und beide haben ein bisschen Recht und ein bisschen Unrecht. Aber die Wissenschaft ist heute gefordert, auf dieses Spannungsfeld einzugehen. Das ist noch viel zu wenig erkannt. Man wird natürlich sehen, dass die älteren Menschen, das ist immer so, sterben. Und die jüngeren Menschen jetzt immer mehr mit dieser Informationsvielfalt umgehen. Und darum bin ich überzeugt, rein von der demografischen Entwicklung geht die 9-11-Diskussion nicht weg. Okay. Und was mir wichtig ist, dass die jüngere Generation, die sehr auf dem Internet ist, dass die lernt, systematisch 9-11 zu untersuchen. Und da ist es eben ein Fluch, und ich sage eben ein Fluch, wenn man 1000 Fragen untersucht, weil man hat keine Möglichkeit, 1000 Fragen zu untersuchen. Ich sage immer, nehmen Sie eine Frage, die wichtigste, und bleiben Sie an der dran. Und meiner Meinung nach ist WTC7 die wichtigste Frage. Und einfach an dem dranbleiben, da kommt man viel weiter, als man sagt, und ich habe noch gehört, die Piloten haben sich später gemeldet, ich konnte das aber nicht prüfen, weil da hat eine andere Stimme gesagt, das ist ein anderer Name, und dann verliert man sich. Ja. Man kann auch zwei oder drei Dinge nehmen, zum Beispiel die Frage mit den Put-Optionen, das heißt also diese spekulativen Geschäfte, 11. September war ein Millionengeschäft, das wissen auch sehr viele Leute. Das kann man auch nehmen, man muss sich beschränken in der Forschung. Die Wissenschaft geht davon aus, dass man lieber eine oder zwei Fragen beantwortet, aber die gründlich, das heißt über 10 Jahre am Thema dran bleibt und wirklich die Daten verfolgt, als an einem Tag 50 Fragen zu stellen und am nächsten Tag zu beantworten. Das halte ich nicht für gut. Okay. Was halten Sie vom Krieg gegen den Terror? Welchem Zweck dient er? Meiner Meinung nach geht es um den Zugriff um Erdöl und Erdgas. Gehen wir aufgrund der massiven Sicherheitsvorkehrungen und Überwachungsmaßnahmen, welche die Regierungen fast aller Länder der Welt mittlerweile umsetzen, nicht geradewegs auf einen Polizei- und Überwachungsstaat zu? Nun, die Möglichkeit der Überwachung hat natürlich zugenommen. Ja, man kann heute sozusagen einen Computer hacken und da reingehen und schauen, was sie auf ihrer Harddisk haben.
Früher, als sie keinen Computer hatten, hätte man dafür sozusagen in ihr Haus und dort in ihr Büro reingehen müssen, um ihre Ordner anzuschauen. Aber heute haben sie diese Ordner digital auf dem Computer. Und das ist klar, wir haben rein technisch viel mehr Möglichkeiten zu überwachen. Auch es gibt natürlich, das ist bekannt geworden im Zusammenhang mit der Diskussion um Fußball-Extremisten und Rowdies, die so in den Staaten sich prügeln und irgendwie Zeugs aufs Spielfeld werfen. Da hat man Systeme entwickelt, Kameras, welche die Leute identifizieren. Und gleichzeitig hat man digitale Datenbanken aufgebaut, die automatisch sozusagen eine Datei mit Fußball-Extremisten, Hooligans sozusagen schon drauf ist. Und wenn die im Stadion sind, dann können die Kameras automatisch sozusagen sich mit diesen digitalen Bildern abdecken und dann ein Signal geben. Und das ist einfach die Entwicklung der Technik und ist unglaublich. Das ist unglaublich, weil das ist natürlich das, was man früher gesagt hat, Big Brother is watching you, man wird technisch überwacht und da gibt es jetzt sozusagen keine Möglichkeit zu entrinnen. Meine Ansicht ist die, erstens sollte man sich klar werden, dass die technischen Möglichkeiten heute sehr groß sind. Eine National Security Agency, die NSA, die hat Möglichkeiten, Internetkommunikation zu überwachen, die hat Möglichkeit, Satellitenbilder auszuwerten, in einer Auflösung, die viel größer ist als Google Earth im Übrigen. Und da kann man sich bedrängt fühlen, man kann Angst haben und am Schluss sagen, ich kann mich ja gar nicht mehr frei bewegen. Ja. Kann ja gar nichts mehr sagen. Und in gewissen Ländern ist das so. Also Sie können zum Beispiel in China nicht über den Tiananmen, über das Tiananmen-Massaker 1989 können Sie nicht öffentlich diskutieren. Sie können nicht da kommen mit der Kamera, einen Wissenschaftler fragen, was ist 1989 passiert, auf dem Platz des himmlischen Friedens. Das ist klar, da werden Sie eingeschränkt. Es war früher auch so in den Ländern des Warschauer Paktes, das waren ja, totalitäre Diktaturen, war es eben nicht möglich, sozusagen sich frei zu äußern. Auch in der DDR war das nicht möglich. Das ist nicht so lange her, erst 20 Jahre her, die DDR zusammengestürzt. Und also die Existenz von totalitären Strukturen und Überwachungssystemen, die gibt es, die hat es immer gegeben. Wir in der Schweiz haben das Glück, und auch in Deutschland und in Österreich hat man das Glück, dass wir frei sind. Wir können frei forschen auf dem Internet. Das Internet ist nicht zensiert bei uns. Wir können uns treffen in einem Wirtshaus und austauschen. Es kommt da nicht die Stasi und holt uns gleich ab. Es kommt auch nicht der KGB. Es kommt kein Geheimdienst, der uns sofort abholt. Die Frage ist nur, nutzen wir diese Möglichkeiten? Das ist die Frage. Weil viele Leute geraten dann in eine Angst und sagen, ja, es wird alles überwacht und was auch immer. Ja, es wird viel überwacht, aber nutzen Sie Ihre Möglichkeiten. Es ist ein wunderbares Moment der Geschichte. Sie haben Informationen auf dem Internet, gratis. Sie haben Bücher für 50 Franken. Denken Sie, im Mittelalter war das auf Lateinisch. Sie konnten es überhaupt nicht lesen, also Sie gehörten zur Bildungselite und Sie hätten es nie bezahlen können. Sie hätten es auch nicht kopieren können. Heute nehmen Sie den USB-Stick und ziehen es auf. Ich meine, das ist das Informationszeitalter. Beide Seiten haben unglaubliche Vorteile. Sie sind hier mit einer kleinen Kamera. Die Kamera, die kaufen Sie für 500 Franken. Das hätten Sie, oder 1000 Franken, ja, nicht zu nahe treten, aber ich sage jetzt mal, das hätten Sie vor 50 Jahren, hätten Sie überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, das zu haben. Sie haben eine Internetseite, die betreiben Sie mit minimalem Aufwand. Das heißt, es gibt eine Balance, die Technik gibt jenen Menschen, die sich ein unabhängiges Bild machen wollen über die internationalen Ereignisse und die Geschehnisse, sehr viele Möglichkeiten. Sie gibt aber auch die Möglichkeiten, die Leute zu überwachen. Jetzt muss man sehen. Es war, die Zunahme war ja extrem eben seit dem 11. September, als dieser Krieg gegen Terror ausgerufen war. Und die ganzen Sicherheitsvorkehrungen von RFID-Chips in den Pässen und so weiter, die hooligan Datenbank auch in der Schweiz und so. Ja. Gehen wir in Richtung eine Weltregierung, wie sie von Bush Senior, Gordon Brown und anderen bereits angekündigt wurde? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, dass ein Land alle Länder beherrscht. Es ist absolut vermessen zu glauben, dass die USA kurz davor sind, die Weltherrschaft zu erringen. Stellen Sie sich vor, es ist unmöglich, dass die USA, Russland und China gleichzeitig beherrschen. Wie soll das gehen? Ich sehe das überhaupt nicht.
Oder sagen wir, nun gut, dann sind es nicht die USA, dann ist es Brasilien. Brasilien? Wie soll denn Brasilien Sitz der Weltregierung sein? Oder soll die EU sich ausdehnen und eine Weltregierung werden? Ich sehe das einfach nicht. Also ich weiß, dass es diese Diskussion über die Weltregierung gibt, aber ich frage mich dann, wer soll das sein? Sie haben eben vorher die Eliten genannt. Ja. Und man sieht ja eigentlich auch, dass die Großkonzerne und die Eliten, diese Leute sich da zum Teil treffen, in Clubs, zum Teil geheim Bilderberg treffen oder diese Kommissionen, bilaterale Kommission zum Beispiel. Und da stellt sich halt die Frage, wenn eine Gordon Brown hat zum Beispiel die Weltwirtschaftsregierung gefordert. Und das ist faktisch ja eigentlich das Gleiche wie eine Weltregierung und die Konzerne. Aber der Punkt ist, er hat sich nicht durchgesetzt. Nee, ja, das stimmt, noch nicht. Ja. Wir müssen das natürlich dann wieder beurteilen in 10 Jahren. Ja. Aber im Moment gibt es keine Weltregierung. Es gibt sie einfach nicht. Die Gruppen, die Sie nennen, es gibt Bilderberger, die gibt es, das ist dokumentiert. Die gibt es seit 50 Jahren, die treffen sich, das sind vor allem Leute, die sozusagen in den NATO-Staaten aktiv sind. Die haben aber kaum Einflussbereich über Shanghai, sie haben kaum Einfluss in Moskau, sie haben Einfluss im OECD-Raum. Ja? Ja. Aber das, ich sage immer, die Welt ist komplizierter als diese Theorien, die sagen, übrigens, eine Gruppe ist die Weltregierung. Und dann fragt man immer, ja, welches ist denn die Gruppe? Und dann werden sie immer von dem, der eben so seine Gruppe kennt, haben sie verschiedene Antworten. Die einen sagen, eigentlich sind es die USA, die regieren die Welt. Sie machen das sehr subtil oder so. Finde ich für absoluten Blödsinn. Also die USA haben beschränkten Einfluss auf die Chinesen. Sie haben Einfluss, ja. Und sie regieren auch nicht die Schweiz. Ich bin nicht der Meinung, die USA regiert die Schweiz. Die USA sind das Imperium, sie sind die stärkste Macht im Moment, wirtschaftlich und militärisch. Und die meisten Filme werden, gut. Aber sie regieren nicht die Welt. Die Schweiz ist immer noch frei, meiner Meinung nach. Und das Zweite ist, na gut, wenn es die USA nicht sind, sind es die Chinesen. Die Chinesen sind die kommende Wirtschaftsnation, sie sind jetzt die zweitgrößte Wirtschaftsnation. Ja, das stimmt. Aber die Chinesen haben nicht die Möglichkeit, die Welt zu regieren. Meine Güte, wenn wir hier in der Schweiz abstimmen, fragt niemand zuerst, was China dazu meint. Überhaupt nicht. Das heißt, es gibt diese chinesische Dominanz auch nicht. Dann kann man sagen, also gut, es sind gar nicht diese öffentlich sichtbaren Gruppen, sondern es sind die Bilderberger. Die treffen sich im Geheimen. Nun gut, das stimmt, es gibt die Bilderberge und sie treffen sich im Geheimen, man weiß nicht genau, was sie diskutieren. Aber letzten Endes haben sie nicht die Möglichkeit, in der Schweiz zu entscheiden, ob wir jetzt das Frauenstimmrecht einführen oder nicht. Das entscheiden eben nicht die Bilderberger, das entscheiden wir an der Urne. Jetzt kann man sagen, ja, das Frauenstimmrecht spielt keine Rolle, es spielt eine sehr große Rolle, sehr wichtig. Dann kann man sagen, es sind nicht die Bilderberger, es sind die Freimaurer. Ja, und die sind internationale Organisationen, ja, es gibt Freimaurer. Einige Freimaurer sind aber sehr, sag ich mal, ehrenwerte und intelligente und wohlwollende Menschen. Andere wie die Propaganda Due in Italien sind in Verbrechen verwickelt. Ich habe darüber publiziert, aber ich hatte auch da nichts davon, dass die Freimaurer die Welt regieren. Dann kommen die weiter und sagen, das sind die Illuminaten. Es gibt diese Bücher von Dan Brown, das sind Romane. Ja. Und da muss man auch sehen, es gibt Romane über die Weltregierung und von denen gibt es zuhauf. Es gibt Filme über die Weltregierung, das gibt es zuhauf. Und das ist Fiction, aber das ist Fiktion. Meiner Meinung nach müsste man sagen, wenn man den Beweis antreten will, dass die Weltregierung nicht Fiktion, sondern Realität ist, dann müsste man sie beschreiben. Und da sehe ich einfach als Historiker, dass wir sind jetzt über 6 Milliarden Menschen. Und wenn Sie es anschauen, die 6 Milliarden sind in 192 Staaten unterteilt. Diese 192 Staaten sind ziemlich verstritten. Keine Sicht, dass sich einer aufschwingt und alle beherrscht. Keinesfalls. Dann auch innerhalb der Staaten haben wir eine Unterteilung zwischen armen und reichen Leuten. Wir haben 2 Milliarden Menschen, die von $2 pro Tag auskommen. Und dann haben wir 1000 Milliardäre, nur 1000. Jetzt kann man sagen, ja, die 1000 Milliardäre bilden die Weltregierung. Aber nein, die sind auch untereinander sehr zerstritten. Die sind in verschiedenen Konzernen, die sich gegenseitig den Markt streitbar machen. Sie sehen, ich bin nicht einer, der glaubt, wir haben eine Weltregierung. Ich glaube auch nicht, dass wir morgen eine haben werden. Okay. Herr Kanzler, darf ich vielleicht kurz einwerfen, wie beurteilen Sie denn die Vereinten Nationen? Ist das nicht ein Rahmenwerk für eine Weltregierung? Wenn man zum Beispiel sieht, dass die stärkeren Nationen im Sicherheitsrat vertreten sind, die einen erheblichen Einfluss haben. Auf der anderen Seite China, die Weltmacht, die meisten Auszeichnungen von der UNO bekommt. Und dann haben wir auch diese anderen Gruppen, die Sie genannt haben, die Bilderberg, zum Beispiel in die EU mitspielen, dass das Ganze immer weit in Richtung Zentralismus geht. Sehen Sie nicht, dass die UNO ein Rahmenwerk ist für eine Weltregierung? Also die UNO ist ein Versuch, nach dem Zweiten Weltkrieg sich zusammenzusetzen und Kriege zu verhindern. Das steht in der UNO-Charta. Also Sie müssen sich einfach erinnern, der Zweite Weltkrieg, der dauerte von 1939 bis 1945. Und das ist aus der Sicht der Friedensforschung die größte Katastrophe, die es je gegeben hat.
Dagegen ist der 11. September ein Klacks. Weil im Zweiten Weltkrieg hatten wir 60 Millionen Tote. Und das wird oft, weiß man nicht genau, was 60 Millionen Tote sind, aber das ist so vorzustellen. Gehen Sie nach Frankreich und überall, wo Sie hingehen, sind alle Leute tot. Die hängen aus dem Fenster, die liegen auf der Straße, die hängen in ihrem Auto. Und zwar in ganz Paris, in Marseille, in Lyon, in Straßburg, überall, wo Sie hingehen. Frankreich hat dann die Bevölkerung von 60 Millionen. Das sind die Toten vom Zweiten Weltkrieg. Stellen Sie sich mal vor, jedes Dorf, alle sind tot. Das können Sie sich nicht vorstellen. Der 11. September ist klein. Auch der Afghanistan-Krieg ist klein. Der Irak-Krieg ist klein. Anzahl der Tote, sage ich jetzt. Da hat man sich gesagt, 1945 wird sich so eine Katastrophe, darf es nie mehr geben. Und dann hat man die UNO gegründet. Ich bin und habe mich öffentlich dafür eingesetzt, dass die Schweiz Mitglied der UNO wurde. Wir haben lange gewartet, bis 2003 war es, also, als wir dann überhaupt Mitglied wurden. Aber man hat 1945 die UNO gegründet und diese UNO-Charta verfasst, in dem alle Staaten gesagt haben, gut, wir unterschreiben das. Und dort steht, ganz am Anfang, der Krieg ist verboten. Kein Land darf ein anderes Land angreifen. Aber das haben wir jetzt trotzdem ja gehabt. Immer. Das Problem ist nicht, dass die UNO zu viel Macht hat, meiner Meinung nach, sondern dass diese UNO, so wie wir sie haben, immer eigentlich unterlaufen wird, zerstört wird. Wenn die USA einen Krieg führen wollen, zum Beispiel gegen Panama 1989, dann wird dieser Krieg geführt. Er ist in der UNO verboten, er wird trotzdem geführt. Sehen Sie? Wenn Großbritannien den Krieg in Falkland führen will, Anfang der 80er Jahre, dann führt man den. Natürlich, die USA, Großbritannien, Frankreich, China und Russland sind im Sicherheitsrat, das sagen Sie ganz richtig. Aber in diesem Sicherheitsrat sind Sie sehr verstritten, absolut verstritten. Sie haben keinerlei Einigkeit im Sinne einer Weltregierung. Ja? Sie haben ganz verschiedene Interessen und Sie versuchen eigentlich im Sicherheitsrat so gut als möglich Ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Ich habe das ganz genau untersucht, ich habe ein Buch publiziert zur Rolle der Vereinten Nationen während der Kuba-Krise 1962. Bei 1962 haben die Sowjets Atomraketen nach Kuba gebracht. Die Amerikaner haben vorher mit dem CIA die Schweinebucht-Invasion gemacht, 1961, versuchten Castro zu stürzen. Und so kam es zum Showdown zwischen den Sowjets einerseits und den Amerikanern andererseits. Es kam fast zum nuklearen Krieg. Die waren schon in der UNO und die haben in der UNO auch zusammen gesprochen. Aber die UNO hatte keine Möglichkeit, diesen Konflikt zu entschärfen, weil sie keine Weltregierung ist und weil die Vertreter, die dort waren, sich gegenseitig angelogen haben, weil sie dem anderen überhaupt nicht trauten. Die Sowjets haben gesagt, nein, wir bringen keine Atomraketen nach Kuba. Auf keinen Fall. Und die Amerikaner, die immer versuchten, Castro zu stürzen mit geheimen Operationen, haben gesagt, wir? Nein, da haben wir überhaupt nichts damit zu tun. Das sind interne Probleme der Kubaner. Ja, das ist meine Meinung zur UNO. Aber dann wäre doch die Konsequenz aus diesem ganzen Dilemma, dass immer noch Krieg geführt wird, dass die UNO mehr Macht bräuchte und die nationale Souveränität geschwächt werden müsste, dass es eben in Richtung einer Weltregierung gehen würde, um zu verhindern, dass es Krieg gibt, um zu verhindern, dass es globale Erwärmung gibt. Es wird immer suggeriert, dass wir diese globale Instanz brauchen, um unsere globalen Probleme zu lösen. Gut, das ist aber ein anderer Diskurs. Hier sagt es, das ist die Diskussion, es gibt noch keine Weltregierung, aber wenn wir eine Weltregierung haben, dann sind alle Probleme gelöst. Nun, sehen Sie, also diese Ansicht halte ich für absolut idiotisch. Weil wir sehen ja, eine Weltregierung hätte unglaublich viel Macht. Wenn die sozusagen die Möglichkeit hätte, alle Steuern überall zu erheben und eigentlich die einzige Armee dann befehlt, die es dann noch gibt, wenn es nur noch eine Armee gibt. Das wird auf keinen Fall, also wenn man sich überhaupt, ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Jetzt wenn Sie sagen, denken Sie es bitte mal für uns durch, dann denke ich das gerne durch. Es heißt einfach, eine solche Regierung wäre meiner Meinung nach auf sehr, sehr großer Möglichkeit hin korrupt. Die würde ihre Macht missbrauchen. Wir haben ja Machtmissbrauch immer wieder. Und wenn man irgendeiner Gruppe von Menschen zu viel Macht gibt, dann wird sie einfach missbraucht. Das zeigt die Geschichte. Ich meine, das ist nicht jetzt, ich bin nicht ein Menschenfeind. Menschen machen auch ganz, ganz tolle Sachen. Aber man sollte ihnen nicht zu viel Macht geben, weil die Macht wird immer missbraucht. Power corrupts, absolute power corrupts, absolutely. Ich meine, das ist eine tiefe Überzeugung, die ich habe. Und jetzt schauen Sie sich das mal an, wie wir das in der Schweiz machen. Wir teilen die Macht auf. Zuerst sagen wir, das ist alles nochmal unterteilt in diese Kantone. Das heißt, die Kantone haben Macht.
die Gemeinden, die 3000 Gemeinden haben, auch noch Macht. Und darüber hinaus müssen in der Exekutive, also im Bundesrat, müssen die verschiedenen Parteien sitzen. Niemand in der Schweiz würde wollen, dass nur die SVP im Bundesrat ist oder nur die Grünen oder nur die FDP oder nur die SP. Wenn Sie in der ganzen Schweiz fragen, niemand würde nur seine Partei im Bundesrat sehen wollen, nur die CVP. Weil sogar die Leute, die CVP wählen, würden sagen, na, es braucht die korrigierende Gegenfunktion. Und das ist bei der Weltregierung genau das Gleiche. Eine Gruppe von Ideologen, die nach ihrem Bild die Probleme löst, das sehe ich überhaupt nicht. Das sehe ich nicht. Es braucht eine Zersplitterung der Macht und es braucht demokratische Strukturen. Die Leute müssen sich freie Meinungsäußerung, das ist wichtig. Informationsfreiheit, diese Dinge sind wichtig. Und am Schluss müssen wir die Probleme auch wieder lösen, den Klimawandel. Das verursacht ja nicht der Bundesrat oder die Weltregierung, verursachen wir. Wenn es uns wichtig genug ist, müssen wir weniger fliegen. Da gibt es eben auch zwei Theorien. VR Change vertritt da hauptsächlich die Theorie, dass eben das nicht vom Menschen gemacht wird, sondern von der Sonne. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Da können wir gerne ein anderes Mal was drüber reden. Ich teile diese Meinung nicht. Ja, okay. Ich weiß, dass es diese Debatte gibt. Okay. Vielleicht noch schnell zu Geheimarmeen und Peak Oil. Und dann kommen wir zum Schluss. Maurer sagte, dass die P26 im ordentlichen Budget vom Parlament bewilligt worden sei und dass man eigentlich gewusst hätte, um was es geht. Dann ginge es ein wenig vergessen und dann hätte man dem plötzlich eine riesige Publizität gewidmet. Man hätte zwar keine Details gewusst, aber man wusste, dass es funktionieren würde. Wie war die tatsächliche Situation bei der P26 damals? Man wusste ja nichts davon. Oder? Ja, also man muss immer unterscheiden, wer wusste etwas. Also die Mitglieder der P26, die wussten schon, dass es diese Geheimarmee gab. Man muss auch sehen, die Mitglieder der P26 sagen, der Begriff Geheimarmee sei falsch. Sie seien nur eine Kaderorganisation gewesen, die zu einer Geheimarmee hätte werden können, wenn die Schweiz besetzt worden wäre. No. Aber nehmen wir den Begriff Geheimarmee. Der Hauptpunkt ist ja, dass diese geheim sein muss, weil sie so designt war, dass im Falle einer Invasion der Schweiz und einer Besetzung der Schweiz die Geheimarmee aktiv geworden wäre, als Guerilla. Man hätte, der Plan war, dass der Bundesrat dann in Irland, im Lizard House, da hat man schon ein Haus gekauft oder gemietet, dass man den Bundesrat dorthin bringt und dass man ihm Informationen über die besetzte Schweiz gibt. Und sehen Sie, wenn man das jetzt breit getreten hätte und jeder in der Schweiz das gewusst hätte, dann hätten das die Sowjets dann auch gewusst und dann hätte man es gleich bleiben lassen. Die Geheimarmee hatte auch verschiedene Waffenlager an verschiedenen Orten, die waren auch geheim. Also es ist nicht so, dass man wusste, es gibt die P26 und was die genau macht. 1990 dann aber kam es zur parlamentarischen Untersuchung, das ist eben eine wirklich parlamentarische Untersuchung, die PUC-EMD, die hat im November 1990 ihren Bericht veröffentlicht und da ist es schon interessant. Damals war Villiger der Verteidigungsminister, also der Vorgänger von Maurer und Villiger hat gesagt, ihr könnt das Verteidigungsministerium, das VBS schon untersuchen. Was sucht ihr überhaupt? Und die Parlamentarier haben gesagt, ja, wir suchen Fischen. Ja, man hat nicht nach einer Geheimarmee gesucht, man hat nach Fischen gesucht. Weil im Jahr zuvor, 1989, ist aufgeflogen, dass über einen Siebtel der Schweizer Bevölkerung, über 1 Million Fischen angelegt wurden. Das war noch früher, als es überhaupt keine hochwertige technische Überwachung gab. Da wurde alles mit Schreibmaschine geschrieben und von Hand und dann auf Karton und ich meine, eine mühsame Sache. Und die Bevölkerung hat dann und das Parlament haben dann gesagt, das ist ein Fischenskandal, wir werden überwacht, das wollen wir nicht. Einige haben gesagt, ja, sie seien enttäuscht, sie seien auch politisch aktiv gewesen gegen die Atomkraftwerke und was auch immer und sie hätten nicht einmal eine Fische, also es wurde auch ein bisschen ein Spaß daraus gemacht. De facto war es ein Versuch der Polizei, sozusagen gewalttätige Bürger, möglicherweise gewalttätige Bürger zu identifizieren. Nur die meisten dieser 1 Million Fischen waren überhaupt nie gewalttätig. Die waren an einer Demonstration und haben sich vielleicht gegen die NATO eingesetzt. Oder, und das waren Ausländer, es waren viele Ausländer in diesen Fischen. Bon.
Und dann haben wir gesagt, diese Fischen, die gibt es nicht nur im Justizdepartement, im EJPD, sondern die gibt es auch im VBS, im Verteidigungsdepartement. Und viele haben dann gesagt, nein, gibt es hier nicht. Und dann hat man die PUC-GmbH gemacht. Und man hat die Fischen gefunden, das ist das Erste. Und zweitens hat man die Geheimarmee gefunden, die man gar nicht gesucht hat. Also rein vom Hergang dieser Ereignisse muss man schon sagen, es stimmt, gewisse Leute haben es gewusst. Zum Beispiel der Generalstabschef, also der höchste Militär, der hat es noch nicht gewusst. Und einige Parlamentarier waren auch eingeweiht, Vreni Spöri zum Beispiel. Ja. Aber hier kommt ein wichtiger Punkt. Aus demokratischer Sicht geht es nicht, dass man sagt, Sie sind jetzt 246 Parlamentarier, alle können wir leider nicht informieren, aber wir wählen 5. Das geht nicht. Es kann nicht die Exekutive entscheiden, dass man ein paar Parlamentarier einweiht. Das nennt man nicht demokratische Kontrolle. Ja. Von dem her, nein, die P26 war geheim und 1990 wurde sie aufgedeckt. So war das. Ja. Was haben Sie von der Aussage, Maurer, dass er sowas sofort wieder tun würde? Das ist der Gedanke der Resistance, also der Widerstandsgedanke. Man muss sich überlegen, dass hier wieder ein Generationenmoment reinspielt. Ja. Wir, also unsere Generation hat nie erlebt, wie schnell eigentlich Länder besetzt werden können. Aber ich war in Norwegen und die Norweger hatten auch eine Geheimarmee und die waren absolut davon geprägt, dass im Zweiten Weltkrieg Norwegen besetzt wurde von den Deutschen. Und nicht nur Norwegen, auch Frankreich wurde ja besetzt von den Deutschen und auch Polen etc. Man hat einfach viele Länder besetzt. Und hier hat Herr Maurer sicher sozusagen die Erinnerung vom Zweiten Weltkrieg, nicht jetzt, dass er den aktiv durcherlebt hat, aber es ist einfach für ihn, sind die Geschichten von seinen Eltern noch näher, dass er sozusagen sagt, die Besetzung eines Landes, das ist etwas, was ich mir sehr wohl vorstellen kann und auf das man sich vorbereiten soll. Und so hat er das meiner Meinung nach gemeint und ich kann das verstehen. Ich kann das wirklich verstehen. Es ist einfach die Idee des Widerstandes, dass man sich auf keinen Fall besetzen lassen sollte und wenn man besetzt wird, dann müsste man noch einen Trumpf haben. Ja. Ich denke, so hat er das gemeint, ja. Ohne dass ich mit ihm direkt darüber gesprochen habe und das kann ich nachvollziehen. Okay. Also, dann Peak Oil noch. Ja. Sie sind ja Vertreter der Peak Oil-Theorie. Mhm. Das ist richtig. Kennen Sie die Theorie, dass die Entstehung von Kohlenwasserstoffen nicht organisch, sondern abiogen verläuft, also das Erdöl nicht organisch entsteht und dementsprechend sich immer wieder auffüllt? Ja, ich bin natürlich seit 6 oder 7 Jahren forsche, schon wahrscheinlich vielen Jahren forsche zum Erdöl und zum Peak Oil. Und man hat mir das auch schon darauf hingewiesen und ich habe dazu gelesen, ja. Und wie denken Sie darüber? Oder? Sehen Sie, es ist eigentlich ein Streit, der nicht ins Zentrum trifft. Weil das Problem beim Peak Oil ist, dass die Welterdölproduktion ein Maximum erreicht und dann einbricht. Ganz egal, wie Erdöl entstanden ist. Das ist der wichtige Punkt. Also weil sie mit der Förderung nicht nachkommen. Genau. So anyway. Ja, nein, weil das Erdöl dann, es gibt ja die Möglichkeit, die, wenn man sagt, das Erdöl ist aus Pflanzen, Tieren von mir, aber einfach aus Biomasse entstanden, vor Millionen von Jahren. Das ist die Schulmeinung. Ja. Und der hänge ich an. Ja. Ohne dass ich das jetzt sozusagen im Detail geprüft hätte. Okay. Aber ich habe es mit Erdölgeologen besprochen und wir haben das diskutiert. Und ich bin der Meinung, dass Erdöl so entstanden ist. Es ist aber nicht der Hauptpunkt meiner Forschung. Der Hauptpunkt meiner Forschung ist, wie verläuft die Erdölförderung? Seit wann fördern wir Erdöl? Und wir fördern Erdöl seit 150 Jahren. Das ist sehr, sehr kurz. Das muss man im Kopf haben. Wir haben in den ersten 100 Jahren relativ wenig gefördert, da hat noch Kohle dominiert. Aber in den letzten 50 Jahren ist der Erdölverbrauch massiv angestiegen. 1945 haben wir 6 Millionen Fass Erdöl pro Tag verbraucht. Und heute sind es 85 Millionen Fass jeden Tag. Das heißt, wir haben einfach in den letzten 50 Jahren die Erdölproduktion stets erweitern können. Kann man sagen, ja prima, so wird es immer weitergehen. Und da sage ich nein. Da bin ich der Meinung, wir werden ein Maximum erreichen. Das ist übrigens natürlich die Diskussion, die der Club of Rome schon angestoßen hat. Damals hat man gesagt, das Erdöl ist aus in 20, 30, 50 Jahren. Stimmt nicht. Im Rückblick sieht man, diese Zahlen haben nicht gestimmt. Aber jetzt haben wir viel genauere Zahlen, die zeigen, dass in verschiedenen Ländern die Erdölproduktion zurückgeht. In Großbritannien geht die Erdölproduktion zurück. In Mexiko geht die Erdölproduktion zurück, in Indonesien geht die Erdölproduktion zurück, in Norwegen geht die Erdölproduktion zurück, in den USA geht die Erdölproduktion zurück. Wenn man sich jetzt sagt,
Nun gut, ich bin trotzdem der Meinung, das Erdöl ist abiotisch entstanden und fließt sozusagen aus dem Innern der Erde nach. Das ist ja die Theorie, die ich nicht teile, aber die ich kenne. Dann muss man sagen, dann fließt es nicht schnell genug nach. Und das ist dann das Problem, weil das wird sehr selten behandelt. Die Frage ist heute, wie lange können wir noch 85 Millionen Fass produzieren? Können wir auf 90, können wir auf 100 Millionen Fass gehen? Und hier habe ich natürlich ein riesengroßes Fragezeichen. Meiner Meinung nach müssen wir uns darauf vorbereiten, dass die Erdölproduktion ein Maximum erreicht und dann zurückgeht. Und das ist eben etwas anderes. Früher hatten wir ja eigentlich eine Zeit, Energie gratis, Energie im Überfluss. Für alle. Mhm. Ja. Und die meisten Menschen haben in den letzten 60 Jahren gelebt, haben ihr Weltbild da aufgebaut und da war eben Energie billig und im Überfluss vorhanden. Und in den nächsten 60 Jahren wird es eben nicht so sein. Es wird Ressourcenkämpfe geben, intensivierter Art. Und meiner Meinung nach werden wir mit fallender Erdölproduktion in verschiedenen Ländern leben müssen. Man wird dann sehen, ob die abiotische Theorie sozusagen eine Überraschung bereitet, an die ich nicht glaube. Ja. Ja, es ist ja bei dem Unglück, das jetzt gerade aktuell passiert ist, im Golf von Mexiko, genau, diese Plattform war ja auch eine sehr fortschrittliche, wo sie eben nicht nur ein bisschen tief, sondern glaube ich erst auf 1500 Meter drunter überhaupt erst die richtige Bohrung begannen und dann enorm tief. Und die Behauptung ist ja, dass man im Prinzip fast überall bohren könnte, wenn man genug tief runter bohren würde. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Okay. Sondern es gibt natürlich verschiedene tiefe Bohrungen, das stimmt. Und wir haben in den letzten Jahren zuerst die, sagen wir mal, tief hängenden Früchte am Baum abgeerntet. Das sind die Äpfel, die man einfach im Stehen nehmen kann. Aber jetzt sind wir sozusagen in vielen Bereichen in der Situation, dass die Förderung einbricht und dann muss man aufs Wasser raus, offshore. Das macht man schon viele Jahre. Aber da hat man gesagt, im Offshore-Bereich geht man bis 500 Meter. Ja. Und da hat man auch gefunden und da hat man auch gefördert. Aber jetzt ist man, wie Sie richtig sagen, auf 1500 Meter gegangen. Das ist nochmal ein Kilometer tiefer. Und jeder, der mal Sporttaucher war, der weiß, bis 30 Meter kann man tauchen. Dann wird es dunkel. Und der Druck wird zu groß. Also wenn ich 1500 Meter sage unter dem Meeresspiegel, da sind das nur noch Roboter, da kann keiner runtertauchen. Sie können mit ganz speziellen U-Booten darunter, aber das geht dann schon in diese Richtung von Science-Fiction-Filmen, die man mal gesehen hat. Das wird gemacht. Das wird gemacht. Es wird erst 1500 Metern Tiefe gefördert. Aber das ist ein Beispiel, dass es immer schwieriger wird, Erdöl zu produzieren. Das sollte einem zu denken geben. Warum ist man auf 1500? Weil es eben bei 200 nicht mehr so viel hat. Ja. Dort haben wir schon abgegrast. Und wenn man jetzt sagt, man könnte irgendwo bohren, ja dann bohren Sie doch bitte bei 100 Meter, ist viel einfacher. Warum gehen Sie dann auf 1500? Also diese Diskussion, meiner Meinung nach, über die Unendlichkeit des Erdöls, ist idiotisch. Also ich meinte nicht, dass man nur 100 Meter runter bohren könnte, sondern dass man überall eigentlich bohren könnte, aber man müsste einfach nur genug tief bohren, oder? Ja. Aber das würde dann auch wieder... Nein, weil beim Erdöl, das Erdöl braucht ein Speichergestein, in dem es ist, ja. Und wenn Sie natürlich das Speichergestein nicht haben, dann können Sie nicht irgendwo reinbohren. Zum Beispiel in Basel hat man ja versucht, Geothermie zu nutzen. Da ist man nicht auf Erdöl gestoßen. Da hätte ja dann wenn diese Theorie stimmt, dass eigentlich überall Erdöl ist, ja, da hätte man irgendwann drauf gestoßen und man ist wirklich tief runtergegangen. Okay. Also noch zwei Fragen, dann sind wir durch. Da müssen wir. Noch eine ganz kurze. Wurden Sie auch schon als Verschwörungstheoretiker bezeichnet und was denken Sie über Verschwörungstheorien? Also das haben wir angesprochen beim Kennedy. Okay. Der Kennedy-Mord, da kann es sein, dass es eine Verschwörung war oder es kann sein, dass es ein Einzeltäter war. Das ist offen. Bei meiner Forschung zu den NATO-Geheimarmeen habe ich aber eine Verschwörung aufgedeckt, die ganz sicher eine Verschwörung ist. Das waren die Gladio-Einheiten in Italien, die NATO hat geheime Armeen aufgebaut. Diese geheimen Armeen haben sich vorbereitet, einerseits auf die sowjetische Invasion, aber andererseits eben auch auf die Machtergreifung durch die Kommunisten. Das Buch wurde in 10 Sprachen übersetzt, in 10.000 Mal verkauft. Es ist, ja klar, es geht hier um Verschwörung. Und man hat mir das schon vorgeworfen, dass ich Verschwörungen untersuche. Es ist aber nicht so, dass ich nur Verschwörungen untersuche.
es ist interessant, meine andere Forschung zum Peak Oil, da wird dann eigentlich wie der Gegenvorwurf gemacht und man sagt, hier ist es eine Verschwörung. Da sage ich, das ist keine Verschwörung. Hier haben wir einfach die Verhältnisse in der Natur, dass Erdöl endlich ist und dass die Förderung ein Maximum erreicht. Aber das ist keine Verschwörung. Das heißt, diese Diskussion um Verschwörungen, die ist natürlich wichtig. Ja, ich setze mich ja mit den Phänomenen auseinander. 11. September kommt das Thema auf, NATO-Geheimarmeen kommt das Thema auf. Und das Internet bietet natürlich einen Raum, wo man eigentlich diesen Begriff immer wieder brauchen kann und auch immer wieder braucht. Und da ist es mir wichtig zu sagen, es gibt Verschwörung, aber es ist nicht alles eine Verschwörung. Das ist ja eigentlich das Problem. Was ich einfach auch in den Seminaren mal festgestellt habe, dass gewisse Leute, wenn sie gemerkt haben, das ist eine Verschwörung, das stimmt ja gar nicht, da hat man uns getäuscht. Dass sie dann bei eigentlich fast jedem Phänomen glauben, ist eine Verschwörung. Und das ist etwa gleich klug, wie wenn man in einer Beziehung ist und angelogen wurde und die Beziehung auseinanderbricht und man dann in der nächsten Beziehung immer wieder glaubt, man wird angelogen, die dann auch auseinanderbricht und man in der nächsten auch wieder glaubt, man wird angelogen. Man hat dann einfach sozusagen eine vorgefasste Meinung, wie Menschen funktionieren und wie Gesellschaften funktionieren. Und das ist ja zu einfach. Manchmal sagen die Menschen die Wahrheit. Das ist so. Ja, das ist einfach so. Glück, oder? Ja, so. Und das ist gut und das ist für die Friedensforschung essentiell. Und an das muss man weiterhin glauben. Es gibt sehr viel Wahrheit. Es ist nicht so, dass es keine Wahrheit mehr gibt. Natürlich gibt es auch Lüge. Das ist auch richtig. Beim Irakkrieg hat man gesagt, es gibt Massenvernichtungswaffen, darum muss dieser Krieg geführt werden. Das war eine Lüge. Da hat man gesagt, der Irak-Feldzug hat damit zu tun mit dem 11. September, Saddam Hussein habe irgendeine Rolle gespielt im 11. September. Eine absolute Lüge, eine dreiste Lüge, unglaublich. Man hat es erzählt. Da ist klar, es wird viel gelogen. Aber ich sage vor allem der nächsten Generation, sage ich, glauben Sie bitte nicht, dass alle immer lügen. Wir können keine Gesellschaft aufbauen, wenn wir von dieser anderen. Das geht nicht. Es ist auch nicht so, dass alle Politiker lügen oder dass alle reichen Leute oder alle Wirtschaftsführer lügen und nur die überhaupt kein Geld haben und sozusagen keine Verantwortung tragen, dass die nicht lügen. Im Gegenteil, es wird halt in ganz verschiedenen Schichten gelogen. Aber ich sage jetzt mal, es gibt auch sehr, sehr viel Wahrheit und es ist zerstörerisch, wenn man letzten Endes glaubt, es wird nur noch gelogen und alles in Verschwörung. Dann ist man blockiert. Emotional, psychisch, Schachmatt. Okay. Sie haben vorher angesprochen, dass es auch ein Generationskonflikt sei vom Verständnis. 9-11, die jungen Leute beziehen die Informationen aus dem Internet, ja. Die Erwachsenen eher von den Tageszeitungen und aus den Abendnachrichten. Ja. Jetzt leben wir im Informationszeitalter. Ist es nicht so, dass es vor allem auch darauf ankommt? Also eigentlich wäre es ja wahrscheinlich besser, man hätte einen großen Pool von Informationen, wo man dann auswerten kann, weder nur ein, zwei Zeitungen, die man täglich liest, wo die Information immer von der gleichen Quelle im Prinzip weitergegeben wird. Ist es nicht enorm wichtig heutzutage, dass man sich eben auch rausnimmt und schaut, von wo kommt die Information? Wer gibt mir die Information? Ja. Was hat der davon, wenn er diese Information verbreitet? Dass man die Qualität der Informationen vor allem besser untersucht. Genau. Im Informationszeitalter spielt das eine ganz zentrale Rolle. Man kann ja so sagen, wenn wir als Historiker die Quellenbestände der Antike anschauen, nehmen wir mal Römer-Griechen, ja? Es sind nicht so viel. Sie können das in ein Zimmer reintun, dann haben Sie es, die Originalquellen. Und dann gehen Sie ins 20. Jahrhundert und sammeln die Originalquellen. Das sind also alle Protokolle aller Regierungen, das sind alle Auszüge der UNO und NATO. Ja, da können Sie im Haus, ein Haus reicht nicht. Also Sie müssen mehrere, einfach die Informationsmenge, die sich anstaut, seit wir sozusagen den Buchdruck haben, seit wir jetzt auch noch das Internet haben, seit wir digitale Datenträger haben, ist viel, viel größer. Also wir leben in einer sogenannten Informationsdusche. Jeden Tag haben wir mindestens 20 bis 100 Geschichten. Schon nur ein schnelles Blättern in der Zeitung, 20, 30 Geschichten, die auf uns einprasseln. Wir haben auf dem Internet natürlich viele Geschichten. Wer Radio hört, hört noch mehr Geschichten. Im Gespräch hat man noch mehr Geschichten. Und da muss man sagen, das menschliche Gedächtnis einerseits und die menschlichen Nerven haben einen Grenzpunkt. Wenn Sie jemanden unablässig mit immer neuen Geschichten voll
dröhnen, dann dreht er durch. Zu viel ist zu viel. Und einige sagen, wir sind jetzt langsam an diesem Punkt, ja. Weil das, was passiert, ist, dass die Leute zwar immer alle sehr informiert sein wollen und da und Geschichten aufnehmen, aber nicht mehr die Fähigkeit haben, an einer Geschichte dran zu bleiben und eine Geschichte vertieft zu untersuchen. Was ich hier zum Beispiel bei den NATO-Geheimarmeen gemacht habe, ich habe mir 4 Jahre Zeit genommen und habe nur zu dem gelesen. Das kann man, wenn man Wissenschaftler ist. Das kann man sonst nicht. Das gibt dann ein Buch und das gibt einen Doktortitel und dann hat das seine Berechtigung. Sonst muss man ja arbeiten gehen und man kann da nicht 4 Jahre einfach nur etwas untersuchen. Aber ich möchte sehr dazu anregen, dass man bei einer Sache oder sagen wir bei 20 Themen bleibt und gründlich macht und nicht sozusagen vorgibt, 2000 Themen gründlich bearbeiten zu wollen. Es geht nicht. Geht eben nicht. Und man weiß dann zu allem ein bisschen etwas, aber man weiß zu nichts wirklich viel. Sie haben gefragt, ob es denn nun besser ist für die heutige Generation, die mit so vielen Geschichten und so vielen Meinungen lebt, oder ob es besser war für die Leute, ich sag mal, um 1950, als es halt eine Geschichte oder 2, 3 Geschichten gab, die Russen sind die Bösen, die Amerikaner sind die Guten, wir in der Schweiz brauchen das Wirtschaftswachstum und wenn du dich anstrengst, dann ist es gut. Ich meine, es gab auch damals mehr Geschichten als nur eine, aber im Vergleich zu den Geschichten, die wir heute haben, waren es weniger Geschichten. Und meiner Meinung nach ist es eigentlich unsere Situation besser. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist super, dass wir so viele verschiedene Informationskanäle haben, dass wir so viele verschiedene Meinungen haben, weil unser Bewusstsein wird dann breiter. Wir können unser Bewusstsein erweitern. Nietzsche hat einmal gesagt, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Und das stimmt ja, wenn man sozusagen 5 Meter nach rechts geht, verschiebt sich schon wieder alles. Wenn ich aufstehe, wenn ich absitze, es ist so, Nietzsche hat recht. Das, was wir jetzt tun können, rein um unser Bewusstsein zu erweitern, ist, wir müssen versuchen, möglichst oft die Perspektive zu wechseln. Und das machen sie auch. Sie sagen, ich habe eine Frage zum Erdöl, da habe ich gehört, es gibt auch diese Perspektive. Und dann fragen sie, aber wie ist Ihre Perspektive? Und das nächste Mal fragen sie jemanden, der gerade die andere Meinung hat. Und das ist genau richtig, das soll man tun. Man soll möglichst viele Perspektiven ausleuchten. Oder beim 11. September, das haben sie jetzt auch gemacht. Sie haben den Bundesrat gefragt, sie haben mich gefragt, sie werden vielleicht noch jemand anderen fragen, sie bringen ihre Meinung ein. Das ist das, was ich richtig und wichtig finde, dass man die Perspektiven öffnet, weil so eigentlich für jeden, der dann sich mit Informationen befasst, auch eine Freiheit entsteht. Er kann seinen eigenen freien Willen einsetzen und sagen, das fand ich interessant, das hat mich überzeugt, das hat mich nicht überzeugt. Und das ist auch eigentlich die wissenschaftliche Kultur, dass man debattiert. Man hat einen Punkt, und über den debattiert man aus verschiedener Sicht. Und es ist okay, dass man am Schluss nicht alle einig ist. Das ist vollkommen okay. Okay. Ich danke Ihnen sehr vielmals. Darf ich vielleicht noch eine allerletzte Frage stellen, Sie nur ganz kurz, nochmal wegen dem World Trade Center 7. Können Sie sich aus wissenschaftlicher Sicht vorstellen, dass wirklich dieses Hochhaus aus Stahl und Beton zusammengestürzt ist aufgrund von Feuer? Ist das nachvollziehbar? Das ist natürlich eine Frage, die ein Baustatiker wirklich beantworten kann. Ich bin nicht Baustatiker. Ja. Und ich weiß einfach, dass es Baustatiker gibt, die sagen, ja, es kann durch Feuer zusammenstürzen. Aber es ist für mich passiert, oder? In der Geschichte, dass ein Stahlgebäude zusammengestürzt ist. Meiner Meinung nach ist das noch nie passiert. Ja. Und es wäre ja ein ganz wichtiger Sachverhalt, den man vertieft untersuchen müsste, weil wir haben hier überall Betonstahlgebäude. Und da brennt es manchmal. Und man geht immer davon. Ja, das ist nicht etwas, wo man sagen kann, spielt auch keine Rolle. Ja. Ich sage, wenn man den 11. September behandelt, dann soll man beim WTC 7 ganz, ganz gründlich immer wieder, immer wieder, immer wieder diese Frage stellen. Das ist meine Meinung. Super. Okay. Dann danke ich jetzt Ihnen für das Interview, das wir führen durften mit Ihnen. Und ja. Falls Sie noch etwas für unsere Zuschauer mitteilen möchten, haben Sie die Gelegenheit, ein neues Projekt oder Forschung oder was auch immer. Ich kann vielleicht nochmal sagen, warum ich Friedensforschung mache. Ja. Also das ist mein wichtigster Punkt. Die Friedensforschung ist der Versuch, herauszufinden, warum wir immer wieder in Gewaltstrukturen reingehen. Und der 11. September war natürlich ein Auslöser für den Afghanistan-Krieg und hat den Irak-Krieg mit beeinflusst. Darum ist es für die Friedensforschung wichtig, den 11. September zu untersuchen. Es ist für die Friedensforschung auch wichtig, den Peak Oil zu untersuchen, denn wenn die Erdölproduktion knapp wird oder rückläufig ist, dann werden wir zunehmende Ressourcenkämpfe haben. Und meine
Überzeugung ist es, dass wir die Fähigkeit haben, erstens Kriegspropaganda zu durchleuchten, dann wird sie machtlos. Das ist so. Sie können Kriegspropaganda zerschlagen und dann ist sie nur noch peinlich. Wenn sie aber nicht zerschlagen ist, ist sie tödlich. Zweitens haben wir die Möglichkeit, uns nicht sozusagen von Angst leiten zu lassen. Ja. Terror heißt Angst. Und natürlich sind wir in einer Welt voll mit Angst. Und da ist es wichtig, dass wir angstfrei werden. Das wäre eigentlich meine Kernbotschaft, dass wir versuchen, ohne Angst, aber auch ohne Eifer. Ja, man soll nicht sagen, so wie ich sehe, ist es dann für alle. Das bitte nicht. Also das ist meine persönliche Meinung. Jeder soll seine Sache so sagen. Ich fand auch, was Herr Bundesrat Maurer gesagt hat, er hat seine Meinung gesagt, so wie er sieht. Ich sage meine. So, das ist Diskussionskultur. Und das möchte ich unterstützen. Darum habe ich mir auch die Zeit genommen. Man soll angstfrei leben, man soll, wenn man kann, die erneuerbaren Energien fördern. Meiner Meinung nach ist es wichtig, man soll die Konflikte, wenn möglich, ohne Gewalt lösen. Und wenn man kann, sollte man sich nicht durch Kriegspropaganda rumhetzen lassen. Das ist unwürdig. Das war's. Danke für die Aussage. Danke.